Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Lernvideoreihe Einfach schneiden mit dem Cyberlink PowerDirector in der Version 15. Heute geht es um das Action Camera Center. Ich werde euch erklären, was ihr damit machen könnt, welche Effekte es beinhaltet, wie gut es auch funktioniert, was weniger gut funktioniert und wie viel Zeit es dauert, um hier die einzelnen Effekte anzubinden. Hier seht ihr zum Beispiel einen Zoom-Effekt. Hier habe ich in die Aufnahme reingezoomt damit. Gleich, wenn der Flieger seinen nächsten Kreis geflogen hat, zoome ich heraus. Und dann kommt der Flieger auch schon zur Landung. Und hier gibt es einen Wiederholungseffekt. Landeanflug und gerade nochmal und das mit Zeitlupe versehen. Okay. Wir switchen um in unser Schnittprogramm und hier habe ich das natürlich schon mal soweit vorbereitet. Hier auf der linken Seite, das sind die bearbeiteten Clips, die ich hier habe. Und hier sind die Clips nochmal ohne Bearbeitung. Das ist sozusagen hier einmal rauskopiert und alle Effekte wieder gelöscht. Die sind aber jetzt schon so weit markiert, dass hier dieses Werkzeug sofort in dieser Form aufploppt. Nämlich der Button. Wenn man das geklickt hat, dann kommt sofort ein neues Fenster. Wenn ihr jetzt einen Clip habt, der noch nie bearbeitet wurde, dann markiert ihr den und dann findet ihr das unter Werkzeuge Action Camera Center. Passiert genau das Gleiche. Wir schauen uns jetzt mal die Clips an. So, in dem ersten Clip, gucken wir uns hier nochmal in der Vorschau gerade an, sehen wir eine Zeitlupe. Der Flieger ist verlangsamt worden in einer Sequenz, dann wieder Originalgeschwindigkeit, bis er gelandet ist. Okay, wir markieren uns den Clip, gehen auf Action Camera Center, das neue Fenster öffnet sich. Und jetzt haben wir hier erstmal zwei Registerkarten, korrigieren und Effekte. Mir geht es jetzt heute nur um die Effekte. Damit ich einen Effekt hinzufügen kann, ist es wichtig, dass auf dieser Zeitachse hier unten eine Zeitverschiebung erzeugt wird. Wir klicken einmal hier drauf und dann öffnet sich ein gelb-orangener Rahmen. Über diese Anfasser hier kann ich ihn entsprechend vergrößern und natürlich auch wieder verkleinern. Uns ging es ja um diese Sequenz ungefähr, dass ab hier eine Zeitlupe eintritt. Und dann schieben wir diesen Rahmen so lange, wie die Zeitlupe anhalten soll. So. Das ist unser ausgewählter Rahmen. Wenn er nicht markiert ist, dann ist er blau. Damit wir aber eine Bearbeitung vornehmen können, muss er markiert sein und muss diese gelb-orangene Farbe haben. Dann haben wir hier auf der linken Seite haben wir gewisse Möglichkeiten, Effekte hinzuzufügen. In der Regel sind die so ausgeklappt. Sind sie nicht ausgeklappt, dann haben wir hier dieses Dreieck. Klicken drauf, dann öffnet sich das. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, für diesen markierten Teil einen Geschwindigkeitseffekt hinzuzufügen. 1.000 ist die Originalgeschwindigkeit. Wir möchten das gerne ja etwas verlangsamen. Deswegen nehmen wir die Hälfte der Geschwindigkeit. Hier erinnere ich nochmal dran. Es ist natürlich immer abhängig, in welcher Auflösung liegt mein Ausgangsmaterial vor. Hier meine ich nicht die Auflösung Full HD oder Ultra HD, sondern die Anzahl der Frames, mit was es aufgenommen wurde. Diese Szene wurde mit 60 Frames aufgenommen und eignet sich gut für eine Halbierung der Geschwindigkeit. Weiterhin habe ich noch EES In und EES Out. Das Programm bietet hier die Möglichkeit, dass die Bewegungen etwas smoother erfolgen. Dann müssen wir hier einmal den Blick auf Einstellungen wenden. Und dann haben wir hier noch bei Einstellung Audio behalten. Ja, möchte ich. Und man sieht schon, das geht in dem Geschwindigkeitsbereich. Wir sind mit den 0,5 mittendrin. Ich kreuze auch Interpolationseinstellungen an. Wenn man nicht genau weiß, was es ist, habe ich hier ein Info-I. Und hier wird nochmal ganz kurz erklärt, was es bedeutet. Letztendlich ist es immer dann wichtig, dass sogenannte Zwischenbilder vom Programm automatisch angewendet wird. Wir gehen auf Anwenden, haben das bestätigt. Und jetzt schauen wir uns diesen ganzen Effekt mal an. Das ist hier noch die Originalgeschwindigkeit. Hier sieht man die Zeitlupe.
und dann wieder Originalgeschwindigkeit. Wunderbar, der erste Effekt ist gelungen. So, das war jetzt der erste Clip. Jetzt gucken wir uns noch mal kurz im Film an, was wir hier für einen Effekt haben wollten. Das ist ein Segelflugzeug, wird an der Winde angezogen, Startvorgang. Das ist ein Rückwärtseffekt, der passiert mit einer Wiederholung. Start steigt, das Flugzeug steigt in die Luft. Jetzt kommt ein Standbildeffekt hinzu mit einem gleichzeitigen Rein- und Rauszoomen und der Startvorgang kann weiter erfolgen. Okay, das merken wir uns mal, wechseln wieder in das Schnittprogramm, markieren den Clip, um den es geht, auf Action Camera Center. Das Fenster öffnet sich. Wir müssen wieder eine Zeitverschiebung erzeugen und es ist egal, ob ich diesen Button hier anklicke oder diesen Button hier anklicke. Wir gehen dort rein, wo der Effekt starten soll, ungefähr an dieser Stelle. Das ist markiert. Und jetzt suchen wir uns hier den Effekt aus, das ist eine Wiederholung und Rücklauf anwenden, so nennt sich der Effekt. Dann schauen wir uns schon mal in der Vorschau an, was passiert. Das war jetzt nur eine Wiederholung und jetzt müssen wir den zweiten Haken noch bei Rücklaufeffekt hinzufügen. Wir schauen uns das in der Vorschau an, das würde ich immer empfehlen, alles in der Vorschau einmal zu prüfen. Wunderbar, hat funktioniert. Als nächstes wollten wir ja ein Standbild hinzufügen, wenn der Flieger so in der Luft ist, das ist er ungefähr an dieser Stelle. Jetzt habe ich hier diesen Button Standbild hinzufügen, wird ausgewählt, hier kommt ein, ich nenne es mal Keyframe, Diamantform hat er ungefähr. Jetzt ist dieses Standbild dazugefügt worden, automatisch. Jetzt gucken wir mal weiter. Dann haben wir die Funktion Standbild erzeugen. Wir gehen nochmal auf das Info-I und hier wird nochmal ganz kurz erklärt, um was es sich dreht. Ziehen Sie den Zeitachsenschieberegler an die Stelle, an der Sie den Standbildeffekt anwenden möchten. Power Director nimmt einen Schnappschuss dieses Bildes auf und fügt es dann auf der Zeitachse hinzu. Hat er gemacht. Und gleichzeitig, also dass er das gemacht hat, sehe ich hier an diesem Keyframe. Und jetzt kann ich noch einen Zoom-Effekt hinzufügen. Jetzt bildet sich hier dieser Auswahlrahmen. Den kann ich über diese Anfasser entsprechend positionieren bzw. verändern in der Größe. Ich könnte natürlich auch drehen. Wir probieren das mal einfach aus. Effekt anwenden auf letzter. Jawohl, wenn wir nicht wissen, um was es geht, dann wählen wir wieder das Info hier, I hier aus und dann kriegen wir eine Kurzerklärung angezeigt. Okay, wir schauen mal, was passiert. Das war natürlich jetzt alles extrem schnell und natürlich jetzt nicht besonders freundlich für den Betrachter mit diesem schrägen Bild. Wir begradigen das wieder und wir können hier oben noch die Dauer einstellen. Eine Sekunde ist eingestellt, ich gehe jetzt mal auf 5 Sekunden. Dann beruhigt sich das alles etwas. Wir schauen uns das nochmal in der Vorschau an. Es zoomt rein, raus. Und der Film geht weiter. Wunderbar, unser Effekt ist angekommen, funktioniert soweit. Man sieht auch durch diesen Zeitlupeneffekt und vorwärts-rückwärts hat sich der Clip hier verlängert. Dann schauen wir uns das nächste an. Wir gehen wieder in unseren Film und gucken mal, was passiert ist. Wir haben hier reingezoomt. Ganz klar reingezoomt und als nächster Effekt, wir zoomen wieder raus aus dem Flieger. Genau, jetzt zoomen wir wieder raus, alles klar. Wir gehen wieder in unser Schnittprogramm, markieren es. Und jetzt hier bei diesem Thema Zoomen, da habe ich zwar auch die Möglichkeit Zoomen und Schwenken, aber hier gibt es irgendwie eine Schwäche im Programm. Wir schauen mal, was jetzt passiert.
Also, es geht wieder darum, dass ich hier diesen Zeitverschiebung erzeuge und jetzt den Bereich natürlich markiere, wo gezoomt sein soll. Damit das ein bisschen smoother ist, wird das nicht gleich am Anfang gezoomt, sondern quasi von der Entfernung zoomen wir rein, dann wird hier die ganze Zeit gezoomt und hier wird wieder rausgezoomt. Das ist zumindest mein Plan, wie ich das gerne hätte. Es ist markiert. Wenn es nicht markiert ist, ist es blau, jetzt ist es gelb-orange. Ich habe hier einen sogenannten Auswahlrahmen erzeugt. So. Automatisch ist hier ein Keyframe erzeugt worden, weil ich habe hier den ersten Zoom-Effekt angewendet. Jetzt gehen wir mal einfach peu à peu raus und das Programm zoomt immer weiter wieder raus, was jetzt erstmal nicht schlecht ist. Allerdings ist das nicht mein Vorhaben. Das bedeutet, an dieser Stelle muss ich in irgendeiner Form immer wieder das hier über diesen Auswahlrahmen berichtigen. Ich kann natürlich auch über diese Taste gehen und mache hier auf Plus. Das ist dann ein Keyframe, den er erzeugt hat. Dann mache ich wieder ein Keyframe. Nur wenn ich das so langsam mache, dann merke ich gar nicht, dass das immer wieder größer wird. Ich zeige es euch mal an dieser Stelle. Jetzt habe ich diesen Keyframe gesetzt und jetzt muss ich wieder anfassen, neu positionieren, dass das einigermaßen gleich ist. Auch hier sieht man wieder, automatisch zieht sich das immer wieder auf, was natürlich an dieser Stelle sehr ärgerlich ist, weil es doch eine relative manuelle Fummelarbeit ist. Hier setze ich jetzt den letzten Keyframe und dann kann es getrost rauszoomen. Okay, wir schauen uns das nochmal hier an. Es wird größer, 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 wunderbar. Wir gucken uns das mal jetzt an, wie das wirklich in der Realität aussieht. Er zoomt rein, er bleibt im Zoom, weil ich das ja manuell gemacht habe. Und hier war zwischen rein und rauszoomen kurz das zu sehen, weil ich es halt manuell nicht besser hingekriegt habe. Jetzt zoomt er raus. Alles klar, der Effekt ist angewendet. Aber hier empfehle ich nicht über das Action Camera Center solche Zoom-Geschichten zu machen, sondern dass man hier einen Doppelklick auf den entsprechenden Clip macht. Dann öffnet sich nämlich, okay, öffnet sich das Falsche. Das scheint jetzt schon gebrandet zu sein mit dem Kameraset. Weil eigentlich wollte ich den Bild-in-Bild-Designer öffnen, aber das scheint da nicht mehr möglich zu sein, wenn man es einmal mit dem Action Camera Center in Verbindung gebracht wurde. Schade, weil darüber kann ich viel besser den Clip zoomen. Okay, wir schauen uns den letzten Effekt an, den wir vorhatten. Das heißt, hier ist das Segelflugzeug im Landeanflug und jetzt geht es darum, eine Wiederholung zu machen und gleichzeitig eine Zeitlupe. Und aus der Zeitlupe wieder heraus die Originalgeschwindigkeit zu machen. Okay, es ist markiert. Action Camera Center wird wieder ausgewählt. Die Zeitverschiebung erzeugen. Ungefähr ab hier machen wir das. So, der Effekt war eine Wiederholung anwenden. Genau. Wir gucken mal, wir haben die Wiederholung angewendet. Manchmal muss ich auch erstmal schauen. Genau. Und jetzt in dem zweiten Schritt sollte die Geschwindigkeit noch. Da machen wir wieder auf die Hälfte der Geschwindigkeit. IE ist in, IE ist aus. Und Effekt anwenden auf letzter. Ist ausgewählt. Passt. Wunderbar, Effekt ist angewendet. Jetzt gucken wir uns das hier nochmal in der Vorschau an.
erste Zeitlupe funktioniert butterweich. Dann kommt der Startvorgang, wo wir rückwärts hatten. Standbild wird reingezoomt, 5 Sekunden und der Film geht weiter. Der nächste Effekt war das Reinzoomen. Hat funktioniert, allerdings ist das hier, finde ich, keine Methode, die ressourcenschonend ist, weil man doch sehr viel manuelle Klickarbeit machen muss und ziemlich genau arbeiten muss, damit das auch schön sauber alles erfolgt. Und der letzte Effekt war die Landung. Jetzt wird der Anflug gleich nochmal wiederholt. Und Zeitlupe, volle Geschwindigkeit, wunderbar. Okay, das sind so die Möglichkeiten, die mit dem Action-Kamera-Set möglich sind. Ich glaube, es geht relativ schnell, um hier ganz nette Effekte zu machen. Von daher ist das auf jeden Fall eine Option, um das zu nutzen. Das war's an dieser Stelle wieder. Ich bedanke mich für das freundliche Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wenn ihr Anregungen, Kommentare oder Wünsche habt, schreibt es bitte rein. Ich freue mich darauf und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.